Ja, herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das Vorlesungsvideo Nummer 8 und es wird um Ungleichungen gehen, die ganz zentral sind für die Analysis und die wir mit Hilfe konvexer Funktionen herleiten werden. Wir hatten dann eine Funktion, die auf so einer konvexen Menge definiert war, konvex genannt, falls diese Abschätzung gilt. Das heißt, wenn man eine beliebige Konvexkombination von Vektoren aus der Menge D einsetzt in die Funktion, dann soll man die Konvexkombination nach draußen ziehen können. Und wenn diese Abschätzung eben dann gilt mit dem Kleiner gleich, dann sagt man, dass f konvex ist. Wir haben dann gesehen, dass man nicht nur Konvexkombinationen von zwei Vektoren betrachten kann, sondern von endlich vielen. Und dass dann auch diese Beziehung für eine konvexe Funktion gilt. Schauen wir uns das nochmal genauer an. Das ist also eine Konvexkombination von n Vektoren, die alle in der konvexen Menge drin liegen. Und das bedeutet nichts anderes, dass bei dieser Linearkombination die Koeffizienten nicht negativ sind und sich zu 1 aufsummieren. Man kann sich diese Konvexkombination mit mehr als zwei Vektoren wie folgt vorstellen. Zwar, wenn man jetzt, wie gesagt, n Vektoren betrachtet in D, sagen wir mal F4, die ich hier mit x1 bis x4 bezeichne, dann liegen alle Punkte, die man so darstellen kann, oder ist die Menge aller Punkte, die man so darstellen kann, genau die Menge, die ich jetzt hier einzeichnen werde, nämlich die sogenannte konvexe Hülle dieser vier Punkte. Und das ist gerade die Menge, die ich jetzt hier so rot schraffiert einzeichne. Nun, dann hatten wir uns den speziellen Fall angeschaut, dass die konvexe Funktion auf einer offenen Teilmenge, einem offenen Intervall der reellen Zahlen definiert war und da hat man festgestellt, wenn die Funktion hinreichend oft differenzierbar ist, zum Beispiel C2 ist, es reicht zweimal differenzierbar zu sein, die Ableitung muss nicht stetig sein, dann ist die Funktion f genau dann konvex, wenn die zweite Ableitung überall größer gleich 0 ist. Es gibt natürlich konvexe Funktionen, die nicht zweimal differenzierbar sind, dann kann man dieses Kriterium nicht verwenden. Ein Beispiel ist die Betragsfunktion. Die Betragsfunktion ist, wenn ich das hier so einzeichne, an der Stelle bei der 0 ist die nicht differenzierbar, aber es ist trotzdem eine konvexe Funktion, aber ich kann natürlich nicht dieses Kriterium dann anwenden. Ja, wir werden das Kriterium jetzt anwenden und schauen uns als Beispiel die Logarithmusfunktion an. Und da sieht man, wenn man den Logarithmus zweimal ableitet, da kommt dann eben minus 1 durch x Quadrat raus. Und man sieht, auf ihrem Definitionsgebiet ist diese Funktion eben negativ. Und das bedeutet, wenn wir uns jetzt den negativen Logarithmus anschauen, also minus ln, dann ist das eine Funktion, deren zweite Ableitung positiv ist und damit ist es eine konvexe Funktion. Und das bedeutet dann, dass wenn wir in den negativen Logarithmus, Konvexkombination einsetzen, dann bekommen wir diese Abschätzung nach oben. Und diese werden wir gleich verwenden, um eine Ungleichung zu beweisen. Und um die einzuführen, erinnern wir uns kurz daran, dass wir im vergangenen Semester in der Übung die Ungleichung vom arithmetischen und geometrischen Mittel diskutiert hatten. Das war diese Ungleichung hier. Auf der linken Seite sieht man das sogenannte geometrische Mittel und auf der rechten Seite sieht man das arithmetische Mittel und dann kommt eben heraus, dass das geometrische Mittel immer kleiner gleich dem arithmetischen Mittel ist. Wir können diese Abschätzung anders aufschreiben, indem wir Koeffizienten einführen, Lambda 1 bis Lambda n, die alle 1 durch n sind. Das heißt, das sind nicht negative Koeffizienten, die sich zu 1 aufsummieren. Ne? Und damit kann man die rechte Seite offensichtlich als Konvexkombination der Punkte xi schreiben.
Während die linke Seite sich als Produkt von diesen Potenzen von xi schreiben lässt. Und es stellt sich nun heraus, dass diese Abschätzung nicht nur wahr ist, wenn wir die Koeffizienten Lambda 1 bis Lambda n alle gleich wählen, nämlich als 1 durch n, sondern dass das auch für beliebige Konvexkombinationen richtig bleibt. Und genau das ist der Inhalt dieses Satzes, die Ungleichung vom gewichteten arithmetischen und geometrischen Mittel. Das neue Wort ist hier gewichtet und mit Gewicht meint man hier einfach die Koeffizienten Lambda i. Also, was braucht man? Wir nehmen uns nicht negative Zahlen xi, n Stück und Koeffizienten Lambda i aus dem Intervall 0, 1, die sich zu 1 aufsummieren. Und dann gilt die folgende Aussage: Die Konvexkombination dieser nicht negativen Zahlen ist größer gleich als das Produkt dieser Potenzen der xi's. Ja, schauen wir uns den Beweis an. Wir haben ja gerade festgestellt, dass minus Logarithmus konvex ist und das heißt, der Logarithmus selber ist konkav und das liefert uns diese Abschätzung, die wir hier sehen. Wenn wir nun auf diese Abschätzung die Exponentialfunktion anwenden und wir uns daran erinnern, dass die Exponentialfunktion die Umkehrfunktion vom Logarithmus ist, stellen wir fest, dass die linke Seite sich hier auf diesen Ausdruck vereinfacht. Ja, schauen wir uns den Beweis an. Wir haben ja gerade festgestellt, dass Minus Logarithmus konvex ist und das bedeutet, der Logarithmus selber ist konkav und das liefert uns diese Abschätzung hier. Wir wenden jetzt die Exponentialfunktion auf beide Seiten an und weil die Exponentialfunktion monoton ist, bleibt diese Abschätzung dann erhalten. Andererseits erinnern wir uns, dass die Exponentialfunktion die Umkehrfunktion des Logarithmus ist. Und das bedeutet, die linke Seite hier führt auf diesen Ausdruck hier, das ist also das Argument des Logarithmus. Und dieser Ausdruck muss dann eben größer sein als als die Exponentialfunktion der rechten Seite. Wenn wir uns das anschauen, dann setzen wir in die Exponentialfunktion eine Summe mit n Summanden ein und wir können jetzt die Rechenregel für die Exponentialfunktion verwenden. Wir wissen ja, dass x von a plus b ist also exp a mal Exponentialfunktion von b. Und das verwenden wir. Das gilt ja nicht nur für zwei Summanden, sondern auch für endlich viele. Und was wir erhalten, ist also dann dieses Produkt, das man hier sieht. Dann können wir noch verwenden, dass wir so einen Vorfaktor aus der Exponentialfunktion rausziehen können und dann aber eine Potenz erhalten. Und dies führt nun auf diese rechte Seite, die man hier sieht. Ja, und verwendet man nun wieder, dass die Exponentialfunktion die Umkehrfunktion ist vom Logarithmus, dann stellt man fest, dass dieser Faktor hier gerade dasselbe ist wie xi und dann steht auf der rechten Seite tatsächlich das Produkt der Faktoren xi hoch Lambda i und damit ist die Abschätzung bewiesen. Mit der Ungleichung des arithmetischen und geometrischen Mittels können wir jetzt die Young'sche Ungleichung beweisen. Die Young'sche Ungleichung ist sehr zentral in der Analysis und die Aussage ist die folgende: Wenn wir Exponenten PQ haben in dem Intervall 1 und endlich, welche diese Beziehung erfüllen, dann gilt für beliebige Produkte nicht negativer Zahlen diese Abschätzung. Der Beweis folgt unmittelbar aus der Ungleichung, die wir gerade bewiesen hatten. Man wählt einfach die Variablen auf diese Art und Weise. Das heißt, die Koeffizienten der Konvexkombination werden so festgelegt und für x1 und x2 wählt man diese Werte und dann bekommt man diese Abschätzung. Machen wir uns das nochmal klar, dass hier die Wahl der Koeffizienten auch zulässig ist, weil p und q größer als 1 sind, sind Lambda 1 und Lambda 2 Zahlen im Intervall 0 und 1. Und aufgrund dieser Beziehung addieren sich Lambda 1 und Lambda 2 zu 1 auf. Das heißt, das sind zulässige
Koeffizienten einer Konvexkombination. Ja, Exponenten, welche diese Beziehung erfüllen, treten häufig in der Analysis bei Abschätzung auf und man nennt solche Exponenten dual. Genauer gesagt schaut man sich da nicht nur Exponenten PQ an, die größer als 1 sind und kleiner und endlich, sondern schließt die Extremfälle PQ gleich 1 und PQ gleich unendlich mit ein. Und in diesem Fall können natürlich in dieser Beziehung Ausdrücke der Form 1 durch unendlich auftauchen und unsere Konvention ist, dass 1 durch unendlich 0 bedeutet. Und wie gesagt, nennt man Exponenten PQ dual, wenn sie eben diese Beziehung erfüllen. Und wenn man das mal umformt, das Q auf die rechte Seite bringt, dann stellt man fest, dass diese Beziehung genau dann gilt, wenn Q gleich P über P minus 1 ist. Naja, wenn P gleich 1 ist, könnte hier im Nenner die 0 stehen und dann ist unsere Konvention, dass 1 durch 0 eben unendlich ist. Das heißt, P gleich 1 und Q gleich unendlich sind dual zueinander. Ja, in den nachfolgenden Abschätzungen wird die sogenannte P-Norm vorkommen, die ich hier einführen möchte. Und zwar für einen Exponenten größer gleich 1 und einen Vektor im KD, also K steht für R oder C, definiert man sich diesen Ausdruck. Man nennt diesen Ausdruck dann die P-Norm von X. Und was macht man da? Ja, man summiert die P-Potenzen der Beträge der Komponenten auf und nimmt dann die P-Wurzel. Und es hat einen guten Grund, warum man diesen Ausdruck P-Norm nennt, denn wir werden jetzt sehen, dass der KD mit dieser P-Norm ein normierter Raum tatsächlich wird und sogar ein Banach-Raum ist. Wir beschäftigen uns jetzt erstmal mit der Frage, ob dieser Ausdruck tatsächlich eine Norm definiert. Und was zunächst mal offensichtlich ist, ist, dass diese Funktion, die hier so definiert wird, eben positiv definiert ist. Denn wenn die P-Norm eines Vektors 0 ist, dann ist also diese Summe 0 und man summiert hier über nicht negative Größen. Das heißt, jeder Summand in dieser Summe muss schon 0 sein. Und die Summanden sind eben die Beträge der Komponenten. Und das heißt, da der Betrag ja selber positiv definiert ist, müssen auch die Komponenten, die XIs, alle auch 0 sein. Und damit haben wir gefolgert, dass aus P-Norm von X gleich 0 eben folgt, dass der Vektor selber X gleich 0 sein muss. Außerdem ist klar, dass die P-Norm absolut homogen ist. Das kann man hier nachrechnen. Also sei Lambda ein Skalar. Wir betrachten die P-Norm zur Potenz P jetzt mal von Lambda mal X. Das ist hier einfach jetzt nur die Definition. Jetzt benutzen wir die absolute Homogenität des Betrages, der da drin steht, des reellen oder des komplexen Betrages, je nachdem, was K ist. Und stellt fest, dass das gleiche ist wie Betrag Lambda mal Betrag xi hoch p. Und jetzt können wir das Lambda, Betrag Lambda hoch p eben aus der Summe rausziehen und dann bekommen diese Identität. Und wenn wir die pt Wurzel nehmen, dann haben wir die Identität, die man für die absolute Homogenität braucht. Ein kleines bisschen schwieriger ist es jetzt, die Dreiecksungleichung zu beweisen und das wird in zwei Schritten geschehen. Wir werden zunächst mal die sogenannte Höldersche Ungleichung beweisen und mit der dann die Minkowski-Ungleichung. Und die Minkowski-Ungleichung ist genau die Dreiecksungleichung für die P-Norm. Ja, die Höldersche Ungleichung. Da braucht man wieder zwei Exponenten PQ, die dürfen jetzt auch 1 oder unendlich sein und die sollen dual zueinander sein. Und die Aussage ist dann, dass wenn wir diese Summe betrachten, was summieren wir hier? Wir schauen uns beliebige Vektoren xy aus dem KD an und summieren die Beträge der Produkte der einzelnen Komponenten auf. Und man kann dann diesen Ausdruck nach oben abschätzen als durch ein Produkt, und zwar das Produkt der P-Norm von x mit der Q-Norm von y. Okay, das wollen wir mal beweisen und im ersten Schritt des Beweises schauen wir uns den Spezialfall an, dass eben P gleich 1 ist und damit Q gleich unendlich sein muss. Und weil dieser Ausdruck symmetrisch ist, können wir natürlich, wenn wir den Fall haben, auch den Fall und dann abdecken, wo Q gleich 1 ist und P gleich unendlich. Okay,
wie funktioniert der Beweis in diesem Fall? Der ist da relativ einfach und wir haben das eigentlich auch schon mal in der Vorlesung gesehen. Wir beginnen mit der linken Seite. Wir nutzen die absolute Homogenität der Norm, um zu sehen, dass dieser Ausdruck das gleiche ist wie das Produkt der Absolutbeträge der Komponenten. Und dann können wir den Betrag einer Komponente von Y durch die Maximumsnorm, das Maximum über die möglichen Beträge der Komponenten eben abschätzen. Und wir können dann dieses Maximum aus der Summe herausziehen. Und dann haben wir es denn schon dastehen, denn dieser erste Term hier ist nichts anderes als die 1-Norm von x. Und dieser zweite Term hier ist nichts anderes als die Maximumsnorm von x. Im zweiten Schritt wollen wir uns die Situation angucken, wo p, q größer 1 und kleiner unendlich sind. Aber wir schauen uns dennoch einen Spezialfall an, denn wir nehmen an, dass die Vektoren x und y normiert sind, in dem Sinne, dass die p-Norm von x und die q-Norm von y gleich 1 ist. Dann stellen wir fest, dass mithilfe der Young'schen Ungleichung, die wir ja anwenden dürfen, weil p, q eben dual zueinander sind, diese Abschätzung gilt, und zwar für alle Komponenten. Und wenn wir jetzt über die Komponenten summieren, dann kriegen wir auf der linken Seite genau den Ausdruck, den wir abschätzen möchten. Und auf der rechten Seite steht dann einfach tauchen dann die p- und die q-Norm von x und y respektive eben auf. So, und wenn wir jetzt verwenden, dass die beiden Normen von x und y eben gerade 1 sind, aufgrund unserer Annahme hier, stellt man fest, dass dann dieser Ausdruck sich vereinfacht zu 1 durch p plus 1 durch q, und p und q waren ja dual, das heißt, das ist 1 und das ist natürlich auch dann das Produkt der Normen, denn diese waren ja 1. Und damit hat man diese Abschätzung in diesem Spezialfall, der darin besteht, dass man diese Annahme hier getroffen hat, bewiesen. Ja, und den allgemeinen Fall mit p, q größer 1, kleiner und endlich, den können wir jetzt auf diesen Spezialfall aus Schritt 2 zurückführen. Dazu stellen wir erstmal fest, dass unsere Abschätzung, die wir beweisen möchten, trivialerweise erfüllt ist, wenn die p-Norm von x oder die q-Norm von y 0 ist. Warum ist das der Fall? Nun, in einem dieser Fälle ist die rechte Seite 0 und entweder ist dann der Vektor x oder der Vektor y oder auch beide sind Nullvektoren, und das heißt, auch die linke Seite wird dann 0 sein und dann ist die Abschätzung natürlich erfüllt. Das heißt, nehmen wir jetzt mal an, dass beide Vektoren eine Norm haben, die ungleich 0 ist. Und was wir dann machen können, ist diese Vektoren normieren. Das heißt, wir können den Vektor x Tilde zuordnen, der gerade x durch die Norm, p-Norm von x ist, und dasselbe machen wir für y. Und das hat den Effekt, dass wenn wir jetzt die p-Norm nehmen von x Tilde, beziehungsweise die q-Norm nehmen von y Tilde, dass dann immer 1 rauskommt und wir in dem Fall, den wir in Schritt 2 betrachtet haben, sind. Und der Schritt 2 sagt uns dann eben, dass 1 größer gleich ist als diese Summe, wo jetzt die getildeten Vektoren eben vorkommen. Und jetzt können wir die Definition der getildeten Vektoren einsetzen und erhalten einfach diese rechte Seite, die hier steht. Da haben wir die absolute Homogenität des Betrages verwendet. Und wenn wir jetzt hier diesen Nenner auf die linke Seite bringen, dann steht die Abschätzung da, die wir beweisen wollten. Ja, und aus der Hölderschen Ungleichung können wir jetzt die Minkowskische Ungleichung gewinnen. Die besagt Folgendes: Wenn wir einen Exponenten p haben, größer gleich 1, kleiner gleich unendlich, dann gilt diese Dreiecksungleichung für beliebige Vektoren aus KD komplex oder reell. Okay, schauen wir uns den Beweis an. Wir haben den Beweis bereits geführt in dem Fall, dass p gleich unendlich ist, denn dann ist die Norm gerade die Maximumsnorm.
Der andere Spezialfall ist der Fall p gleich 1. Der wird hier abgehandelt. Da beginnen wir mit der Definition der 1-Norm. Wir verwenden dann für den Betrag die Dreiecksungleichung. Und dann können wir einfach diese Summe auseinanderziehen. Dann steht auf der rechten Seite die Summe der 1-Norm von x und y. Und damit haben wir die Dreiecksungleichung bewiesen. Es bleibt jetzt also noch der Beweis übrig für den Fall, dass p größer 1 ist und kleiner unendlich. Und hier werden wir die Hölderische Ungleichung verwenden. Und in der Hölderischen Ungleichung braucht man den dualen Exponenten zu p und den nennen wir q. Und wir wissen bereits, dass also q genau dann dual zu p ist, wenn q durch diesen Bruch hier gegeben ist. Ja, wir beginnen unsere Rechnung mit der p-Norm zur Potenz p. Und wenn man das dann ausschreibt, dann ergibt sich gerade diese Summe hier. Und diese Summe, die Summanden möchten wir jetzt anders aufschreiben. Wir möchten das nämlich diesen Summanden als Produkt schreiben, dieses Betrages und dieser Zahl hier. Das ist der Betrag zur Potenz p minus 1. Und ja genau, hier schauen wir uns die ith Komponente an und wir möchten diesen Ausdruck hier mit z-Index i abkürzen. Das heißt, auf diese Art und Weise wird ein Vektor, ein reeller Vektor im RD definiert mit Komponenten z1 bis zd. Und wir können jetzt die Dreiecksungleichung anwenden, und zwar hier auf diesen ersten Faktor hier. Und was dann eben entsteht, ist diese rechte Seite, die man hier sieht. Ne? So, und auf diese rechte Seite können wir jetzt jeweils die Hölderische Ungleichung anwenden. Dann bekommen wir, wenn wir jetzt nur mal die erste Summe betrachten, eben das Produkt aus der p-Norm von x mal die q-Norm von z. Und hier kriegen wir das Produkt aus der p-Norm von y mal die q-Norm von z. Ja, und das kann man dann auch also ausgeklammert schreiben und erhält diesen Ausdruck, den man hier sieht. Was wir jetzt nur noch machen, ist die q-Norm von diesem Vektor z, dessen Komponenten hier definiert sind, auszurechnen. Und das passiert hier. Zunächst schreiben wir das aus. Hier sieht man das Q aus der Definition der Q-Norm. Und das, was hier steht, ist ja nichts anderes als die ith-Komponente von Z. Und jetzt kann man verwenden, dass Q der duale Exponent ist zu P. Und das bedeutet, dass P minus 1 mal Q gerade P ergibt. Deshalb das erklärt dieses Gleichheitszeichen hier. Und hier haben wir auch nochmal den Ausdruck für Q eingesetzt. Und dann stellt man fest, ja, das, was dort steht, ist ja einfach die P-Norm der Summe von x plus y zur Potenz p minus 1. Und wenn wir jetzt diese beiden Abschätzungen hier kombiniert, erhalten wir diese Abschätzung. Und dann sieht man, dass man einfach nur noch durch die P-Norm zur Potenz minus 1 teilen muss beide Seiten und dann steht die Minkowskische Ungleichung da. Ja, mit der Minkowskischen Ungleichung haben wir jetzt noch die dritte Eigenschaft nachgewiesen, die man zeigen muss, um zu sehen, dass eben die P-Norm tatsächlich eine Norm ist. Und was jetzt eben folgt, ist dieses Korollar hier, das besagt, dass eben der RD mit der P-Norm und der CD mit der P-Norm tatsächlich normierte Räume sind. Und wir werden im nächsten Abschnitt dann sehen, dass das nicht nur normierte Räume sind, sondern sogar Banach-Räume. Ja, wir haben in diesem Kapitel eine Reihe von wichtigen Ungleichungen bewiesen und kennengelernt. Und bei Ungleichungen ist es immer interessant zu sehen, wann diese Ungleichungen scharf sind und wann diese Ungleichungen mit Gleichheit gelten. Ja, und
Wir haben auch festgestellt, dass die ganzen Ungleichungen letztlich aus der Ungleichung für das gewichtete arithmetische und geometrische Mittel folgen und der Beweis dort basierte auf dem Begriff der Konvexität. Um jetzt zu sehen, wann bei den Ungleichungen eben Gleichheit gilt, müssen wir den Begriff der Konvexität nochmal verfeinern. Zur Motivation wollen wir uns die Quadratfunktion anschauen, also die Funktion, die einer reellen Zahl x das Quadrat von x zuordnet. Und wir wissen bereits, dass diese Funktion ja eine konvexe Funktion ist. Und das bedeutet, dass wenn wir eine Konvexkombination in das Quadrat einsetzen, dann können wir denn die entstehende Zahl nach oben abschätzen durch die Konvexkombination der Quadrate. Ja, und wir möchten uns jetzt die Frage stellen, was wir über x und y aussagen können, wenn wir annehmen, dass diese Abschätzung nicht mit dem Kleiner gleich gilt, sondern mit einer Gleichheit gilt. Ja, und da die linke und die rechte Seite für beliebige Zahlen identisch sind, wenn Lambda 0 oder 1 ist, wollen wir noch annehmen, dass dieses Lambda hier zwischen 0 und 1 strikt liegt. Okay. Zunächst werden wir die linke Seite ausmultiplizieren. Dann steht hier also Lambda Quadrat x Quadrat plus 2 Lambda 1 minus Lambda xy plus 1 minus Lambda Quadrat y Quadrat ist gleich die rechte Seite, right hand side. Und wir bringen jetzt die rechte Seite auf die linke Seite. Dann steht hier Lambda mal Lambda, das gibt es Lambda Quadrat minus 1, das kommt von der rechten Seite mal x Quadrat. Den zweiten Term schreiben wir ab. Und dann der letzte Term ist 1 minus Lambda mal 1 minus Lambda minus 1. Und das ist also dann minus Lambda mal x im Quadrat. Und das wird dann eben 0 sein. Das sind alles Implikationen hier. So, und wenn jetzt das Lambda zwischen 0 und 1 strikt liegt, dann ist dieser Faktor hier strikt positiv, insbesondere ungleich 0. Und wir können durch diesen teilen und dann erhalten wir x Quadrat minus 2xy plus y Quadrat ist gleich 0. Oder in anderen Worten, weil dieses hier nichts anderes ist als x minus y Quadrat, können wir folgern, dass eben x gleich y gelten muss. Also, was wir insgesamt gezeigt haben, ist eben nun, dass aus dieser Beziehung hier folgt, dass x gleich y gelten muss. Man kann sich diese Implikation auch nochmal am Funktionsgraphen der Quadratfunktion veranschaulichen. Also malen wir mal hier den Funktionsgraph. Das soll die x-Achse sein. Die Quadratfunktion sieht ungefähr so aus. Ja, und wenn wir jetzt zwei Punkte xy wählen, die ich jetzt hier mal grün anzeichne, meinetwegen das x wäre hier, das y wäre hier und eine Linearkombination, meinetwegen diesen Punkt hier, das ist also der Punkt Lambda x plus 1 minus Lambda y. Dann gehören zu diesen Punkten x, y ja Funktionswerte. Und Konvexität bedeutete ja jetzt, dass diese Verbindungsstrecke, die ich hier einzeichne, überhalb des Funktionsgraphen liegt. Und diese Gleichheit bedeutet nun, dass dieser Punkt hier auf diesem Punkt hier liegen muss. Und dann sieht man, dass das nur der Fall ist, wenn dieser Punkt einer der Randpunkte ist oder wenn eben die beiden Punkte zu einem Punkt kollabieren. Und das genau sagt hier diese Implikation. Man kann diese Beobachtung auch nochmal am Funktionsgraphen der Quadratfunktion veranschaulichen. Ich male mal hier
Man kann sich diese Beobachtung auch an dem Funktionsgraphen nochmal veranschaulichen. Also wenn ich hier ein Koordinatensystem mal einzeichne und den Graphen der Quadratfunktion, das sieht ungefähr so aus. Ja, und ich zwei Punkte einzeichne. Man kann sich diese Beobachtung auch am Funktionsgraphen nochmal veranschaulichen. Und dazu male ich mal den Funktionsgraphen auf. Das ist unser Koordinatensystem. Der Funktionsgraph der Quadratfunktion sieht vielleicht ungefähr so aus. Es sollte ein bisschen symmetrischer sein. Und wir zeichnen mal zwei Punkte ein, x und y. Dann gehören zu diesen Punkten eben Funktionswerte. X² und Y² und die Konvexität bedeutet, dass diese Verbindungsstrecke hier überhalb des Funktionsgraphen liegt. Wenn wir jetzt eine Konvexkombination betrachten, zum Beispiel diesen Punkt, der hier rot eingezeichnet ist, dann gehört zu diesem Punkt wieder der Funktionswert, der liegt in diesem Fall hier. Und die Beziehung, die hier steht, besagt nun, dass dieser Wert hier der gleiche sein soll wie die Konvexkombination der Quadrate von x und y. Das heißt, diese zwei roten Punkte, die müssen aufeinander liegen, wenn diese Beziehung gilt. Und dann sieht man, dass es nur sein kann, wenn der rote Punkt auf einem der grünen Punkte drauf liegt, also x oder y ist, oder eben x und y kollabieren zu einem Punkt. Ja, und diese Eigenschaft der Quadratfunktion motiviert nun den Begriff der strikt konvexen Funktion. Wir nennen also eine konvexe Funktion f strikt konvex, wenn sie eben konvex ist und wenn diese Implikation gilt. Wir haben gerade gesehen, dass die Quadratfunktion diese Implikation erfüllt und diese Implikation soll gelten für beliebige Vektoren x, y und für Koeffizienten lambda, die echt größer 0 sind und echt kleiner als 1. Nicht jede konvexe Funktion ist strikt konvex. Beispielsweise wissen wir ja, dass lineare Funktionen konvex sind und lineare Funktionen erfüllen aber diese Identität hier aufgrund der Linearität für beliebige skalare lambda und Vektoren x, y. Das heißt, lineare Funktionen sind nicht strikt konvex. Ein Beispiel für eine strikt konvexe Funktion ist aber auch die Exponentialfunktion und das möchten wir uns kurz klar machen. Wir beweisen das mit Hilfe eines Widerspruchs und nehmen deshalb an, dass es ein Lambda gibt zwischen 0, 1 und zwei reelle Zahlen xy, die nicht gleich sind und wir können ohne Beschränkung der Allgemeinheit annehmen, dass x echt kleiner ist als y. Und wir nehmen an, dass dann eben diese Identität gilt. Um Schreibarbeit zu sparen, bezeichnen wir die Konvexkombination von x und y mit z. Und wenn wir dann diesen Ausdruck umsortieren, kommen wir auf diese Identität. Ja, da wollen wir mal erstmal schauen, ob man die linke Seite zusammenkriegen. Die ergibt sich zum einen aus diesem Term und aus diesem Term hier multipliziert mit 1 minus Lambda. Wenn man das alles auf die linke Seite bringt, dann kommt dann gerade dieser Ausdruck hier raus. Dieser Term ist gerade dieser Term auf die rechte Seite gebracht und das sieht man sofort, dass es vorhanden ist. Also das Umsortieren ist schon mal klar. Jetzt können wir den Ausdruck durch diese positive Zahl teilen und was dann eben passiert ist, dass man diese Differenzenquotienten auf beiden Seiten erhält. Was man hier benutzt hat, ist zum einen, wenn wir also hier die linke Seite durch diesen Faktor teilen, dann kürzt sich das Lambda weg und es bleibt 1 minus Lambda mal y minus x übrig. Und wenn man das mal ausrechnet, dann stellt man fest, dass es gerade z minus x ist. Und genauso kann man bei der rechten Seite feststellen, dass diese Identität gilt und sich deshalb der Nenner auf den Ausdruck y minus z vereinfacht. Wichtig ist nun, dass man auf beiden Seiten einen Differenzenquotienten hat und man kann jetzt mit Hilfe des Mittelwertsatzes
Zwischenstellen finden, Xi1 und Xi2, mit denen man diese Differenzenquotienten darstellen kann, und das ist hier passiert. Die erste Zwischenstelle für die linke Seite liegt zwischen x und z, und die zweite Zwischenstelle für die rechte Seite liegt zwischen z und y, und zwar mit strikten kleiner Zeichen, was an der strengen Monotonität auch liegt. Was man dann eben erhält, ist nun diese Identität, wo auf der linken Seite und auf der rechten Seite jetzt die Ableitung der Exponentialfunktion stehen an den Zwischenstellen Xi1 und Xi2. Und die Werte müssen identisch sein. Und weil die Ableitung der Exponentialfunktion die Exponentialfunktion wieder selber ist und die Exponentialfunktion streng monoton ist, können wir nun folgern, dass Xi1 gleich Xi2 gelten muss. Was aber ein Widerspruch dazu ist, dass aus dieser Abschätzung ja folgt, dass Xi1 echt kleiner ist als Xi2. Ja, und dann haben wir den Widerspruch, den wir erzielen wollten, und damit haben wir gezeigt, dass die Exponentialfunktion strikt konvex ist. Ja, und mit Hilfe der strikten Konvexität der Exponentialfunktion können wir uns jetzt anschauen, wann bei der Young'schen, Hölderschen und Minkowskischen Ungleichung denn Gleichheit gilt. Wir fangen mit der Young'schen Ungleichung an. Die Young'sche Ungleichung besagt, dass diese Abschätzung hier gilt mit kleiner gleich. Und man kann jetzt eben nun zeigen, dass eine Gleichheit genau dann gilt, wenn x hoch p gleich y hoch q ist. Da gibt es eigentlich nur eine Richtung zu beweisen, also die Rückrichtung, die ist einfach zu zeigen, deshalb werden wir uns nur mit der Richtung von links nach rechts beschäftigen. Und der erste Schritt hierbei ist, die linke Seite umzuschreiben, indem man benutzt, dass die Exponentialfunktion die Umkehrfunktion der Logarithmusfunktion ist. Dann verwenden wir hier die Rechenregeln für einen Logarithmus. Das ist hier passiert. Und dann nochmal die Rechenregeln für einen Logarithmus, wie man hier sieht. Und jetzt stellt man fest, weil ja 1 durch p, also weil pq duale Exponenten sind, ist das, was hier steht, innerhalb der Exponentialfunktion eine Konvexkombination von Logarithmus x hoch p und Logarithmus y hoch q. Wir schreiben auch die rechte Seite dieser Identität um. Und das ist hier passiert. Wobei wir dieselben Rechenregeln wie hier oben verwendet haben. Wenn nun die beiden linken Seiten hier identisch sind, was wir ja bei 1.8 auf der linken Seite voraussetzen, dann heißt es auch, dass die rechten Seiten identisch sind und wir bekommen diese Identität hier. Und hier steht genau eben auf der, wie gesagt, auf der linken Seite eine Konvexkombination innerhalb der Exponentialfunktion und auf der rechten Seite steht eine Konvexkombination von Werten der Exponentialfunktion. Und wenn hier eine Identität gilt, dann muss aufgrund der strikten Konvexität der Exponentialfunktion gelten, dass die beiden Zahlen log x hoch p und log y hoch q eben identisch sind. Also können wir dieses hier folgern und hieraus folgt aufgrund der Monotonität, der strengen Monotonität der Logarithmusfunktion, dass x hoch p gleich y hoch q gelten muss, was wir ja behauptet haben. Da kommen wir zur Hölderschen Ungleichung. Da stellt man fest, dass für beliebige Vektoren xy, reell oder komplexwertige Vektoren und Exponenten, die dual sind, pq, die Hölderische Ungleichung mit Gleichheit gilt, genau dann, wenn die Vektoren zur Potenzkomponentenweise genommen eben linear abhängig sind. Und das können Sie sich in der Übung klar machen. Und bei der Minkowskischen Ungleichung stellt man fest, ja, die Minkowskische Ungleichung, also die Dreiecksungleichung, gilt mit Gleichheit genau dann, wenn die Vektoren xy eben linear abhängig sind. Und auch das kann man einfach sehen und das machen Sie in der Übung. Und damit sind wir am Ende dieses Lernvideos. Bis zum nächsten.